Mein Name ist Vassili Kasakos. Ich bin Leiter Geschäftsentwicklung bei der Firma Dizzy Informationssysteme. Die Firma Dizzy Informationssysteme beschäftigt sich mit Softwareentwicklung und Beratung im Bereich geografischer Informationssysteme und Berichtssysteme, vor allen Dingen für die öffentliche Verwaltung auf Bundesebene und auf Landesebene. Auf der Intergeo stellen wir natürlich unser gesamtes Portfolio vor, was vor allen Dingen das Produkt Dizzy Cadenza ist. Allerdings haben wir auch zwei Schwerpunkte dieses Jahr. Der eine Schwerpunkt lautet Energieversorgungsunternehmen, also Berichte und Auswertung von räumlichen Daten für Energieversorgungsunternehmen. Und der zweite Schwerpunkt ist eine Weltneuheit, das ist das Produkt GIS2Go, eine Möglichkeit, mit der man Karten mobil mitnehmen kann. Die ganze Kommunikation mit dem Kunden, die ganze Entwicklung findet in Deutschland statt und dafür haben wir auch kürzlich das Siegel Software Made in Germany bekommen und da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Wir wollen jedes Jahr, alle zwei Jahre auch neue Produkte auf den Markt bringen, immer neue Entwicklungen, die halt auch den Standort festigen und zeigen, dass gute Software und gute Beratung auch aus Deutschland kommen kann und wir sind zuversichtlich, dass wir da auch auf dem internationalen Markt vorne mitspielen können.